Hallo Welt, da sind wir wieder. Wie könnte es anders sein? Wir sind auf dem Planeten Monarch. So you keep Monarch safe, huh? That's real honorable work, Miss Nyoka. Oh no, no. Monarch ain't safe, even with me around. I've just got intimate knowledge of its dangers and an abundance of fortitude. Folks hire me because I know what you can shoot and what you ought to run from. That's a mistake you only get to make once. Ja, wir sollten immer zwei Begleiter dabei haben, die unterhalten sich. Da haben wir uns ganz schön um was gebracht in den letzten Folgen, aber jetzt haben wir ja immer welche dabei. Ich habe mir genau gemerkt, dass einer hier reingefallen ist, aber weg ist er. Ja, Wissenschaftswaffe. Ich bin wieder nicht so davon begeistert. Ich habe jetzt keinen Effekt gesehen davon. Ja, die Kämpfe sind einfach zu schnell dafür. Das ist vielleicht dann witzig, wenn man in der Stadt mal irgendwas anrichtet. Ich möchte mir ganz gerne Parvatis Sachen angucken, aber das machen wir auf dem Schiff demnächst. Wir können uns, glaube ich, schon mal fast wieder umziehen. Schrott. Und, ja, Gedankenkontrollstrahl. Auch hilft auch gegen Roboter. Habe ich nicht gesehen, dass die auf ihre Verbündeten statt auf Gegner gefeuert haben? Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das war nur aus Versehen. Kill confirmed. Wow, not even a scratch. Ja, tatsächlich. Last of them. Oh, das gibt aber doch ordentlich Punkte noch. Denn ich meine, letztens habe ich irgendwo gesehen, da haben wir Gegner getötet und haben nur so 300 Punkte oder so bekommen. Jetzt wieder über 1000. Und ich hoffe, unsere Begleiterinnen dann auch. Here we go. Thank you.
Ah, doch, das ist gut mit den Punkten. Zack, überladen. Zum Glück. Zum Glück haben wir nicht so viel Zeugs mitgenommen. I'm glad I made it, because the smell here is 100% off. Oh, Parvati, das ist dann wohl nichts für dich da drin. Dialogfertigkeiten da drin sind bestimmt gut. Den Oberchief Commander Clive, den wollen wir ja schon überzeugen, lieber. Aber erstmal brauchen wir sowas hier nicht. Vielleicht den Schrumpfstrahler? Gedankenkontrolle? Ja, vielleicht den Schrumpfstrahler lieber. So, gegen Roboter haben wir was. Das hier sollten wir mal reparieren. Alles sollten wir mal reparieren. Überzeugen ist doch gut. Tragen können wir noch 100 Kilo. Und wir brauchen einen ordentlichen Speicherpunkt mal. Ach, haben wir. Okay. Immer mit der Ruhe. Wir wissen, was wir tun. Ah, you must be a part of the new line shift. Don't tell me you lost your key card already. A lost card's worth 2 infractions, you know. Überzeugen 20, wie viel kostet eine Karte und keine Verstöße? Lügen 35 können wir, New Yorker ist ja dabei, da können wir sowieso gut lügen. Mir wurde noch gar keine ausgestellt. Heute ist mein erster Arbeitstag. Und einschüchtern können wir 55 nicht. Ich habe eine Nachricht für Clive von Sublight. Ich kann sie ihm überbringen oder ich kann sie dir überbringen. Oh, schade eigentlich. Ah, muss sie irgendwo verloren haben. Ich gehe und suche sie. Nein, wir überzeugen, ja? Wie viel kostet eine Karte und keine Verstöße? Depends on what you got. But I reckon we can work something out. Eigentlich haben wir uns ja eine besorgt schon. Reichen 329 Bits? Warum immer so krumme Zahlen? Naja, reichen 329 Bits. Pleasure doing business with you. You weren't never here and I didn't give you this card. Holeanzug ist gut und schön. Können wir die nicht einfach irgendwie abmurksen und deren Rüstungen anziehen? Ja. Wir gehen einfach geradeaus weiter, oder? Aber umgucken können wir uns doch schon. Nur wir dürfen hier nicht rein. Die haben eine richtige kleine Stadt hier. Nur wer weiß, was da drin noch alles ist. Oh gut, wir können uns ja frei bewegen. Schön. F-
Flüsterrohr gefällt mir. Versiegelt? Oh, Mama Mia. Verkaufsautomat entdeckt. C und P, Borstwurst, ist nicht das Schlimmste, was du heute gegessen hast. Wenn du unser neues Silent Tube Aroma von C und P probiert hast. C und P, Fabriksysteme. Anmeldesequenz für autorisierte Benutzer wird initialisiert. Grüße, autorisierter Nutzer. Der König möchte dich gerne daran erinnern, dich bitte abzumelden, bevor du deine Tagesschicht in 15-Minuten-Abschnitten dokumentierst. Vergiss nicht, dich erneut anzumelden, wenn du zu deiner nächsten 23-Stunden-Schicht zurückkommst. Wenn du eine Beschwerde einreichen möchtest, melde dich bitte unverzüglich beim König, um eine Verwarnung bezüglich deines Leistungsverstoßes zu erhalten. Na, das sind ja tolle Aussichten. Echt, alle 15 Minuten dokumentieren und 23-Stunden-Schichten hier. Wow. Prima. Fließband-Schichtberichte. Abruf läuft. Alte Dateien zu löschen und Schichtbericht 084. Wer war denn alles hier? Tag 084. Achso, Tag 084 vielleicht. Autorisierter Benutzer, das sind wir. G-Gold. Haben wir davon nicht schon mal gelesen von G-Gold? Notizen, siehe Nachtrag. Also um 8 Uhr Konservenqualität inspiziert. Das ging so weiter um 8.15 Uhr, 8.30 Uhr, 45 und um 9 Uhr, 9.15 Uhr und 9.30 Uhr. Ja, alle 15 Minuten, vorbildlich. Konservenqualitäten wurden also inspiziert. Dann um 9.45 Uhr Maschine von Verstopfungen befreit. Oh, 10 Uhr dann, 15 Minuten später, auch nochmal weiter befreit. Hat also eine halbe Stunde das Ganze gedauert. Dann um 10.15 Uhr Maschine gereinigt. Um 10.30 Uhr Diagnose der Verstopfungen durchgeführt, 10.45 Uhr dann nochmal die Konservenqualität inspiziert und das Ganze ging dann weiter bis 11 Uhr, bis 11.15 Uhr und wahrscheinlich noch weiter. Hier können wir mehr anzeigen, aber das kann man nicht anklicken. Clive! Geraldine hat geschrieben, Geraldine. Clive, fällt dir zu dieser Verstopfung irgendetwas ein? Kann ein Raptidon gewesen sein? Waren keine Schuppen dabei? Und für ein abgehauenes Schwein sind nicht genügend Zysten dabei. Aber so riesiges Ungeziefer habe ich auch noch nie gesehen. Verdammt nochmal. Ich gebe zu, dass ich erst skeptisch war, als du und die anderen zurück in die Fabrik geholt hast, als ob wir sie auf eigene Faust betreiben könnten. Naja, das haben wir dann auch wohl. Aber du hattest recht. Das Geld lag geradezu auf dem Boden, auch ohne die schützende Hand von C und P. Und ich wollte dir nur sagen, ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Für uns alle. PS. Lass die Jungs von der Wartung lieber die Abdeckgitter an den Luftschächten prüfen. Das ist schon die zweite Verstopfung diesen Monat. Geraldine. Alte Dateien zu löschen. Nachrichtenprotokolle von Fitz. Von Fitzpatterson an A. Rose. Betreff, das Ende steht bevor. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gesagt, aber ich hatte dir schon im April eine Nachricht geschrieben, dass die Stunde bald geschlagen hat. Oder etwa nicht, falls du dich erinnerst.
Das war einer der Gründe, warum ich dich angefleht hatte, doch bitte schnell eine Entscheidung zu treffen, womit ich versehentlich leider deinen Zorn auf mich gezogen habe, weil ich dich drängte. Aber nun sind meine Befürchtungen wahr geworden. C&P hat Monarch genauso wie die anderen verlassen. Die Fabrik ist in betriebsfähigem Zustand, aber immer weniger von uns erscheinen zu ihren Schichten. Was soll es auch bringen? Die letzten beiden Bitmodule mit meinem fehlenden Gehalt habe ich nie erhalten, was bedeutet, dass ich meine Miete nicht zahlen kann, Eggy, geschweige denn die Spielsucht deines Tunichtsguts von deinem Cousin sponsern. Immerhin, wenn ich diese Art Bedenken anbringe, tust du sie mit einem Lachen ab. Aber ich mache keine Witze, Eggy. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ich auf der Straße sitze. Und was machst du dann? Mir weiter sagen, dass ich warten solle? Das kann ich nicht mehr. Die nächste Fähre fährt planmäßig am Donnerstag um 14 Uhr. Ich werde darauf sein und ich fände es wirklich schön, wenn du mitkämst. Wenn ich dich dort sehe, habe ich endlich eine Antwort. Wenn nicht, dann habe ich wohl auch eine Antwort. Aber in beiden Fällen werde ich nicht noch einen Monat lang warten. Wir sehen uns auf der Fährenplattform, hoffe ich. Mein Herz gehört dir, mein Körper nicht. Fitz. Der lädt sich aber auch nicht auf, oder? Unten der Balken. Der lädt sich nie auf. Auch nicht, wenn wir geduckt sind. Und die ganzen Punkte dahinter, was bedeuten die wohl? Dass der sich nochmal auflädt, wenn er leer ist? Wir haben das noch nie geschafft, den leer zu kriegen. Aber wieder voll zu bekommen, haben wir ihn geschafft. Das haben wir hinbekommen. Anmeldesequenz für autorisierte Nutzer wird initialisiert. Nachrichten von A. Rose, Nachrichtenprotokolle also, und von J. Blankard. An Fitz Patterson, jedes Ende führt zu einem Neuanfang. Die Fabrik ist wieder in Betrieb. Ist irgendwie komisch. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mich zu so einer niedrigen Arbeit herablassen würde. Aber jetzt hat man mir auch noch deinen Platz am Band gegeben. Ach, ich wünschte, du hättest gewartet. Nur ganz kurz, aber ist schon in Ordnung. Mir und Cousin Isaac geht es gut. Ich habe noch nie einen so exzentrischen Mann wie den neuen Fabrikbesitzer Clive getroffen. Er ist wirklich schrecklich jähzornig. Aber er bezahlt uns pünktlich, also ist es mir so ziemlich egal. Es ist nur, wenn du schon nicht zurückkommst, könntest du mir wenigstens meine verfluchten Nachrichten beantworten. Ich fühle mich wie ein Idiot, dass ich dir welche schicke. Als würde ich mein Herz einem dämlichen Tagebuch ausschütten. Vielleicht statte ich Isaac einen Besuch ab. Hab ihn seit ein paar Tagen nicht gesehen. Die du zurückgelassen hast? Ah. Und dann kam eine Nachricht von Blanchard. J an C. Blanchard. Oh, brauche einen neuen Job. Oh, ich kann das verflucht nochmal nicht länger ertragen. Ich weiß, es ist gutes Geld, ich weiß, es ist ein fester Job, aber du kannst dir ja gar nicht ausmalen, wie es ist, Tag ein, Tag aus. Ich bin mit dem schleimigen Wurm aufgewachsen und jetzt hat er mich dazu gebracht, ihn den Borstkönig von Monarch zu nennen, als ob er zu einer verfluchten Adelsfamilie gehören würde. Wie in den alten Märchen ist das. Und ständig spricht er mit sich selbst oder schreit.
ist mit Knorpeln oder schlimmeren Sachen vollgespritzt. Aber ich weiß, was mit den Kerlen passiert ist, die abgefertigt wurden. So mache ich keinen Abgang. Ich nicht. Und schon gar nicht wegen Schlachthof Clive. Ich kündige. In Liebe, dein Bruder Jennin. Wieder zurück. Dadurch. Wir versuchen es mal hier durch. Oh, wie niedlich. Borstschweine da unten. Okay, wir versuchen es mal hier durch. C und P, Finanzübersicht. Na also, haben wir gespeichert vorher? Wir sollten es vielleicht wenigstens schnell speichern. Grüße, autorisierter Manager. Der König möchte dich daran erinnern, die Produktionszykluszahlen des Tages aufzuzeichnen und unverzüglich zurück an die Arbeit zu gehen. Andernfalls sehe ich dich zum Abendessen, du zystenhalsiger Blutgerinnselsack. Okay, wir haben hier die Finanzübersicht für den Produktionszyklus. 255 produzierte Konserven 5000, gelieferte Konserven 4500, Herstellungskosten 38.500 Bits, Preis je Einheit 14,99, Nettogewinn 28.955. Intelligenz, Finanzübersicht bearbeiten. Oh, das war's. Ja, schön. Kehre zu Catherine zurück. Oh, jetzt haben wir den Oberchief Commander nicht mal kennengelernt. Wollen wir das denn überhaupt? Ich würde schon ganz gerne. Ja, ich würde mal mit ihm sprechen, doch. Ja, aber da kommen wir ja gar nicht hin. So weit kommen wir ja gar nicht mit unserem Holo-Anzug hier. Also bis zur Hälfte können wir ihn leeren. Weiß ich nicht. Dadurch, das sieht verschlossen aus. Wahrscheinlich eher nicht. Hier können wir ein bisschen runtergehen. Ach, da kommen wir ja gar nicht rein. So, das war's. Weiter dürfen wir nicht. Sonst kommen wir nicht mehr zurück mit dem Anzug. Erinnert mich ein bisschen an Mad Max 3, warum auch immer. Das ist einfach eine Schweinezucht in der Fabrik. Sowas noch nie gesehen? Nein, ich kenne Schweine nur in freier Wildbahn. Wo gibt's denn sowas? Ja, liebe Welt da draußen, leider. Da kommen wir gar nicht weiter rein. Den König werden wir gar nicht kennenlernen, leider. Oder wir müssen uns durchkämpfen und das wollen wir ja nicht. Vorsicht, jetzt nicht verlaufen. Also dieser Holo-Anzug, der hat echt was, muss ich sagen. Mich fasziniert das. Und jetzt? Na, wir können jetzt mal gucken, wie weit wir auf direktem Wege kommen. Ob es hier noch einen Ausgang irgendwo gibt. Oh, da kommen wir doch nie wieder zurück jetzt. Wir sind schon zu weit gelaufen. Ich sehe aber hier keinen Durchgang, dass man hier... Oh, das war's. Dass man hier jetzt irgendwie raufgehen könnte, sehe ich jetzt nicht. Oh, das wird knapp. Wow, war das knapp. Okay, wir riskieren es nicht weiter. Wir haben die Aufgabe ja abgeschlossen. Friedlich sogar. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder rausgehen. Hier ist kein Durchgang. Vielleicht gibt es ja noch weitere Aufgaben hier. Es sieht mir fast danach aus. Ja, die ist zu, die Tür. Da ist ja nichts Blaues dran. Also erstmal raus wieder hier. Aus der Falle. Ja,
der Anzug hat was, echt. Nachher fühle ich mich immer so, als könnte ich nur ein paar Meter weit gehen und müsste unten auf den Balken achten. Dabei gibt's hier so viel zu entdecken. Naja, das können wir jetzt jederzeit wieder machen. What was it like in Edgewater? I hear you workers were on the clock every available moment. We always got 8 hours a day for sleeping. Just not always consecutive. My condolences. I appreciate consistent wages like any other sane person, but that still sounds awful. At least Sanjar gives his folks weekends. Weekends? Hand to the void. I used to drop by the bar in Stellar Bay to knock a few back with the folks who had Saturdays off. Don't know what I'd have done with that much time. I was always behind schedule anyhow. Knowing you, you'd sit and be alone with your thoughts. Hmm. Ja, Wochenenden sind also nicht für alle wichtig. In der Zukunft gibt's keine Wochenenden mehr. Sind überflüssiger Luxus, macht man sich nur zu viele Gedanken. Oh, am Ende der Folge sind wir auch. Ja gut. Ich denke, wir schaffen es noch nach Fallbrook rein. Mit Catherine sprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin immer noch im Anzug. Ich habe immer noch das Gefühl, ich würde diesen Anzug brauchen. Und dann gucke ich nach unten und da ist kein Balken. Das geht aber schnell, dass ich mich daran gewöhne, an diesen Balkengeschichte. What do you think of the unreliable Parvati? There's always something to fix. And it's neat working in the Aether. I always took Atmo for granted. Now, if I drill through the hull, we all suffocate. Exciting, you know? I'm not sure I wanted to know that. Being in space sets me on edge enough. You know about stellar emissions? Actually, I probably shouldn't tell you about those. I mean, not unless you want to know how we're all likely to get spacers lung. Right. Okay. When we get back to the ship, I'm drinking this conversation right out of my recollection. Damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.